Hallo, liebe Leute, hier ist wieder mal die Imara. Heute mal mit einem etwas anderen Spiel. Warum? Das mache ich nur für euch, als Dank an meine 20 Abonnenten. Ja, ich habe es endlich geschafft. Ich habe die 20 nee, die 20 Abonnentengrenze geknackt. So, genau. Und ja, ihr seht, ich spiele den Kehrmaschinen-Simulator 2011. Nur eine Demo-Version. Weil, nee, sowas kann ich mir nicht kaufen. Ich dachte, es könnte vielleicht was ganz Witziges werden. Und ja, erstmal vielen Dank an alle, die mich so lieb unterstützen, die immer mal kommentieren, ein bisschen Feedback geben. Und vor allem die, die sich meine Videos auch anschauen. Das finde ich echt prima. Ich freue mich drüber, dass sich das überhaupt jemand reinzieht. Und ja, vielen, vielen Dank an euch. Und jetzt würde ich sagen, schaue ich mal, was Kehrmaschinen Simulator 2011 zu bieten hat. Das Spiel starten. Ich bin sehr begeisterungsfähig für solche Spiele. Nein, egal. Ich habe auf Amazon ein lustiges Video dazu gesehen und das war so episch. Man sieht die Kehrmaschine in den verschiedenen Einstellungsmodi der Bürsten unten dran und das ist einfach zu episch gewesen. Da musste ich mir das. Oh, seht ihr diese wundervoll epische Grafik? Ja, super. Mann, bist du schnell. Lauf schneller, du Wurm. Ich hoffe natürlich, dass das auch halbwegs lagfrei funktioniert. Ich habe das ja noch nie. Ich habe ja noch nie eine PC-Spielaufnahme gemacht. Bis jetzt immer nur Emulatoren. Hallo, hier ist der Bürgermeister von Sauberhausen. Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Gründung der eigenen Firma. Als Bürgermeister von Sauberhausen freue ich mich darüber, dass Sie sich der Aufgabe stellen, unsere Stadt sauber zu halten. Ich wünsche uns eine gute Zusammenarbeit. Mit freundlichen Grüßen, der Bürgermeister. Nett annehmen. So, was war das jetzt? Was haben wir hier noch? Aufträge. Ich habe keine Aufträge. Mach dich mit der Maschine vertraut. Gehe dazu auf den Hof, um das Tutorial zu starten. Ein Tutorial. Da werde ich bestimmt meine Fahrlehrerin, die Brigitte, treffen. Die Brigitte werdet ihr auch gleich kennenlernen. So. Begib dich zum Fahrzeug. Dieses steht gegenüber des Büros in der Halle. Lauf schneller. Los, du Wurm. Lauf. Lauf. Der rennt komisch. Ah, der Kerl rennt wie eingekackt. Egal. Oh, meine Kehrmaschine. Welch wundervolles technisches Objekt. Oh, sieh. Habe ich nicht eine hübsche Kehrmaschine? Die ist so wundervoll. Das gefällt mir. Und da ist auch schon die Brigitte. Ihr könnt sie sehen. Hallo, ich bin die Brigitte und ich zeig dir heute, wie man mit der Kehrmaschine fährt. Drück mal die E-Taste, um den Motor zu starten. Okay, Brigitte. So, ich glaube, mein Motor ist an. Mit links kannst du nach links lenken. Wer hätte das gedacht? Ja, mit rechts sicherlich nach rechts. Ja, das ist logisch. Okay, jetzt weiß ich, wie man lenkt. Drück bitte auf, um in den Vorwärtsgang zu schalten. Ja. Okay, aber da sieht man nichts. Das ist ja dumm an der Gangschaltung, oder? Ich glaube, ah, Gangschaltung. Drücke nun zweimal bitte ab, um in den Rückwärtsgang zu schalten. Oh, es piept. Ich höre es piepen. Rückwärtsgang mit Piepo. Und jetzt die Handbremse. Wenn du nach oben drückst und zum Bremsen kannst du nach unten drücken. Ja. Und zwar nun aus der Halle. Dann muss ich. Ah ja, ich sollte vielleicht auch den Vorwärtsgang einlegen. Ja, ist besser. So. Ja, schön vorsichtig, nicht? Geht das Tor auf? Geht das Tor auf? Ja, es geht auf. Ja, und jetzt fährst du mal in den grünen Bereich, ja? Ja. Ah, da muss ich ja auf die Spiegel achten. So eine Scheiße. Das wird lustig. Oh, ah. Schön langsam, ja? Schön im grünen Bereich bleiben, ja. Ja, ich bin im grünen Bereich. Oh, hab ich nicht ein schönes Wegchen? Schaut's euch an, schaut's euch an. Und jetzt machen wir das Licht an.
kann man lustige Plink spielen, Mann, ja. Und auf den Lehrer. So schön. Ja, mit den F. Sag mal F. Bürstenscheinwerfer. Siehst du. Und hier haben wir einen Klinker. Ich höre es nur, aber ich sehe es nicht. In welche Richtung blicke ich eigentlich? Mit Punkt mache ich es wieder aus. Faszinierend. Und jetzt blinken wir in die andere Richtung. Schön. Schön. Und Warnlicht. Das ist immer nützlich zum Kehren. Damit eben die anderen sehen. Ja. Bürste. Aha, man muss es gedrückt halten. Oh yeah. Oh, ist das nicht episch? Schaut's euch an, wie wundervoll! Ich bin begeistert. Aber ob ich mir das jemals merken werde? Und rauf und wieder runter und wieder rauf, das ist mega. Oh, Astrid, seht's euch an, ist das nicht ein Wunderwerk der Technik? Es kann nur spaßig werden. Manche Aufträge erfordern das Reinigung, um die Düsen zu aktivieren, drücke die Taste T. Oh, schön. Ich kann springen. Das ist ein wundervolles Spiel. Ich glaube, ich muss mir das noch Vollversion kaufen. Vor dir befindet sich ein kleiner Bereich, der verschmutzt ist. Reinige ihn, benutze dabei die Wasserdüsen. Da. Also, da würde ich sagen, mach mal erstmal. Ja, das Gerät schon an. Dann machen wir das mal runter. Oh, es ist nicht schön. Und die Wasserdüsen. Wenn ich noch wüsste, welcher Knopf das war, die 8. War das die 8? Nein, die 7 war es. Aber warum macht die 7 nichts? Wasser! Nein, das war die falsche Taste. Ah, das ist das Teil. Damit habe ich aber immer noch kein Wasser. Hallo? Das ist natürlich jetzt von innen das Ganze zu betrachten, ist natürlich ungünstig, weil dann sehe ich ja nicht, was ich reinige. Aber meine Wasserdüsen gehen nicht. Warum gehen meine Wasserdüsen nicht? Hä? Gehen wir mal in den Rückwärtsgang. Fahr. Ach, ja. Rückwärtsgang rein und vorwärts fahren ist natürlich auch wieder so eine Sache. Jetzt die Wasserdüsen an oder nicht? Ah! Was für eine höllische Steuerung! Mann! Musst du ein bisschen vorsichtiger fahren! Bremsen! Meine Freunde, kann ja wohl nicht so schwer sein hier! Nee, die Ohren von heute! Mach das jetzt sauber hier! Hey, das geht nicht! Guck nochmal an die Steuerung. Da steht das bestimmt. Wasserdüsen war aber eindeutig. Wasserdüsen. Wasser. Wo ist die Wasser? Düs. Bürstendüse an. Ah, die war das. Ah. Rückwärtsgang. Jetzt habe ich's. Ich kenne den natürlich.
Hier draußen klingt es auch gerade, als würde eine Wasserdüse sich den Weg bahnen. Ah, jetzt geht's weg. Seht ihr? Ich bin so toll, ich kann putzen. So, und jetzt fahren wir wieder vorwärts. Ne, jetzt macht das nämlich alles schön. Schleckermecker, sauber. Ja, das machst du gut. Ja, ich weiß, Brigitte. So, ja. Und Rückwärtsgang. Was für eine tolle Steuerung. Hey, Rückwärtsgang. Jetzt haben wir den Rückwärtsgang. Wir driften, driften! Schneller, ich will driften! Alter! Ja, der Fleck muss weg! Jawoll! Voll dir die totale Sauberkeit! Ja, totale Sauberkeit! Ja. Brigitte, halt den noch! Und benutze ich denn die anderen? Die anderen wollen nicht, die anderen Putzis. Oder? Sehe ich das falsch? Putz nur mit einer Putze. Also mit einer Putzimmel-Dings. Aha. Aber wie? Zur Hölle? Jetzt geht's gar nicht mehr aus. Das ist sehr interessant. Also die Steuerung, meine lieben Freunde, ist gewöhnungsbedürftig. Weil die nämlich nie das macht, was sie machen sollte. Ja, ich bin zu dumm zum Fahren. Also normalerweise bin ich ein relativ guter Autofahrer, will ich jetzt noch nicht mehr behaupten. Zumindest tue ich jetzt einfach mal so. Mach doch mal die anderen Bürsten runter, Uschi. Es geht jetzt nicht. Ich kann die nach Hause machen. Mehr auch nicht. Mann! Mach nie! Mach! Mann, nee! Mann, nee! Geht aber nicht! Mann, jetzt kann ich nur noch schön angehen. Racing! Ja, genug geputzt oder was? Nö? Denke daran, dass sich dein Abfallbehälter immer mehr füllt, wenn und du ihn entladen musst, um den Behälter zu leeren. Fahre zur markierten Stelle und halte dort. Markierte Stelle. Ja, fahr da darüber. Fahr da hin. Da müssen wir hin. Genau. Schön geradeaus fahren. Fein. Ja, für einen Anfänger geht das schon. Da geht das schon ganz gut. Ja. Das finde ich allerdings auch. Ich mich für einen Anfänger super schlagen. Also, hoffe ich jetzt. So, geh. Oh, süß. Ja, komm, da kommt nur Staub raus. Ja, das ist ein Staubbild. Das ist ein großer Staubsauger. Ja. Nein, es kommt nicht nur Staub. Jetzt komme ich nicht mehr raus, weil ich mich zugefahren habe. Hast du mir nicht rangeschieren? Fahre nun den Behälter wieder herunter, damit ich dazu erneut gehe. Ah, so lang kann ich nicht. Mann, das geht zu langsam. Ja. Fahr, du Lusche, fahr! Fahr, wie du noch nie gefahren bist in deinem vorigen Leben. Prima, der Behälter ist nicht verständlich geleert.
beachte, dass jede Entsorgung kostenlos auch eine Übersicht findet. So im Büro. So eine Kehrmaschine verbraucht natürlich auch ordentlich Benzin und deshalb muss regelmäßig aufgetankt werden. Fahrt zum markierten Bereich an der Tankstelle und halte dort. So, jetzt können wir mal tanken, damit die Karre auch wieder voll wird, ne? Kann ich hier raus? Nee. Warte mal, ich lenk's mal um. Ich will immer rückwärts drücken. Aber es muss ja nicht rückwärts drücken, ich muss ja trotzdem vorwärts drücken. That's the way. Aha, aha, I like it. Aha, aha, aha. Vorwärts! Auf geht's! Auf den neuen Haden! Und jetzt ist der Dreckhaufen auf einmal weg. Ach nein, ich bin drüber gefahren. Hahaha. So, auf zur Tanke. Wo steht mein Tankdeckel? Ich weiß gar nicht, wo der ist, auf welcher Seite. Das ist nicht immer schön praktisch. Ah, fahr, lenk. Ja, passt das, passt das? Es passt. Ich bin so ein guter Autofahrer. Ja, das machst du gut. Ja. Ah, jetzt muss ich auch noch aussteigen. Na super. Wie ging denn das? Sieh. Ja, mal die hintere. Hallo? Wie tanke ich? Hallo? Jetzt habe ich nicht gelesen. Ich will tanken. Hallo? Muss ich schon wieder nachgucken. Scheiße! Ich will tanken, ey! Alter! Benutzen Taste 0. Das könnte es unter Umständen sein. Tank öffnen, schließen, G. Versuchen wir erstmal den Tank zu öffnen. Wenn ich wüsste, wo der ist. Hallo, Tank? Ja, wird schon irgendwo in dieser Karre sein, aber wo? Ey, leckt mich doch am Popo. Ich will doch nur tanken. Lass mich tanken. Meine Fresse. Tank öffnen, schießen. Geh, hab ich. Alter. Brigitte, hilf mir. Wie war denn mit dem Tanken? Ich habe keine Ahnung, was ich so lange gemacht. Es geht nicht. Meine Fresse, es geht nicht. Ich will tanken, lass mich meine Karre auftanken. Kann ich mir den letzten Hinweis noch mal irgendwie anzeigen lassen? Ich renn mal kurz in das Büro in der Hoffnung, dass da steht. Nochmal, wie ich tanken kann, weil ich finde es nicht heraus. Ich bin zu doof. Ich hab's nicht gelesen und deswegen weiß ich das jetzt gar nicht. Mann. Mann, nee. Sie sagen mir natürlich nicht, wie ich tanken soll. Vielleicht, wenn ich wegfahre. Komm schon, lass mich tanken. Ich muss das hinbekommen. Brigitte. Ich geh mal eben pudern. Ich weiß das nämlich selber nicht. Ich fahr jetzt weg. Erstmal in den Vorwärtsgang.
Ja, vielleicht hilft es, den Motor auszumachen zum Tanken. Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein. Ha! Ha! Ja! 1,50. Schön wär's. Boah, cool, da kann man selbst bestimmen, wie viel man tanken will. Aber wie viel tankt so ein Teil? Ich tank mal für 50 Euro. Ah, nein! Hier ist das... Ey, hier kann man das nicht machen mit dem... tollen... Also ich mache das immer so, ich versuche immer genau einen bestimmten Wert zu tanken und das klappt. Also ich kann das. Weil ich bin gut. Hat das jetzt gereicht? Ist das jetzt gut so? Muss ich jetzt bezahlen gehen? Ich will nicht bezahlen. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Habe ich das etwa nicht? Oh, ich kann mich auf der Stelle drehen. Fast. Hätte ich voll tanken sollen, oder was? Ich will doch nur nicht so viel Geld verschwenden. Tanke ich die Printer halt voll? Und mir keiner sagt, wo ich jetzt hin soll. Da. Spiegel ein bisschen im Auge behalten. Nochmal. So, ich bin von meiner Pinkelpause zurück. Hast du nicht mal getankt? Nee, immer noch nicht. Ach, bist du denn am Ende? Ja. Ja, ja. Also, ich bin schon lange in dem Beruf. Es macht Spaß. Ein bisschen putzen und alles schön sauber halten, ja. Es geht schon. Wie viel willst du denn noch tanken? Ach, jetzt ist er voll. Meine Fresse. Passt viel rein in diese blöde Dreckskiste. Und jetzt gehen wir Wasser auffüllen. Erstmal den Motor entscheiden. Meine Fresse, kann ja wohl nicht so schwer sein, wa? So, fahren wir mal wohin auch immer. Da ist wieder eine Markierung. Fahr da hin. Zur Markierung. Schön. Schön langsam. So geht das. Ja, ja, ja. Fein. Fein, fein. Und bremsen. Schön langsam, langsam, langsam. Meine Fresse. Machen wir das Video schon wieder aus und dann steigen wir aus. Oh, wie geht das jetzt? Genau. An sich ist es ja alles ganz leicht. Wenn man die Tasten nicht immer verwechseln würde. Wie viele Liter passen da wohl rein? Schätzung, Schätzung, Schätzung? Ihr könnt ja nicht. Ihr seht's ja gleich. Das ist ja langweilig. Ich sag 100. Nein! 50 Liter ist doch ganz schön wenig, oder? Meine Güte. Darf ich jetzt endlich einen Job haben? Yay! Leute, wir können einen Auftrag fahren. Ich will ja. Lass mich laufen. Ab ins Büro, du kleiner... Kleiner Gigolo, du... Auftrag. In der Karte ist ein farbig... Ist ein Bereich farbig gekennzeichnet, welcher gereinigt werden muss. Es wird eine Nassreinigung gefordert. Das heißt Reinigung unter ständigem Wasserzusatz. Rundumleuchte bei Reinigung nicht vergessen. Oh Gott, wie ging die denn jetzt an? Das habe ich schon vergessen. So... Mein Wägelchen jetzt wieder. Wo ist mein Wägelchen? In der Hütte. So, gucken wir mal auf die Karte. Farbig markierter Bereich. Hallo? Wo ist ein farbig markierter Bereich? Wo soll ich denn putzen?
Erstmal steigen wir ein. Vielleicht finde ich sie alle irgendwie. Eine jüdische Stube, ne? So, wir gehen jetzt die Rundumleuchte. Das war das Seitenlicht. Gut. Nee, Rundumleuchte. Ich gucke nochmal nach. Ich bin so schlau, ich muss nochmal nachgucken. Hey, ich habe sogar Scheibenwischer. Und eine Hupe. Rundumleuchte N. Ist ja logisch, weil N. Rundumleuchte. Rundumleuchte. So, erster Gang. Dann kommt's raus. Und ab geht die wilde Fahrt. Hab ich auch Radio? Ich will Radio hören. Warte. Ich habe bestimmt Radio. Warte. Es muss gehen. Jedes Auto hat ein Radio. Mann. Och, wie fies. Mein Auto hat kein Radio. Und ich weiß trotzdem nicht, wo ich hin muss. Hätte ich vielleicht den Auftrag erstmal annehmen sollen. Ich guck noch mal kurz ins Büro. So. Ja, ich fahr gleich mal rein, nicht? So, Motor aus. Und ohne Handbremse an den. Oh mein Gott. Bin ich ein miserabler Fahrer. Schlimm. Ah, hier ist wieder der Bürgermeister von Sauberhausen. Wir hätten den ersten Auftrag für Sie. Es handelt sich um ein Stück Straße in der Innenstadt, welches dringend vom Schmutz befreit werden muss. Der Bereich ist in der Karte markiert. Ihr wünschen eine Nassreinigung. Könnten Sie die Reinigung bitte so schnell wie möglich durchführen? Wir zahlen vollständige Reinigung. 1000 Euro. Mit freundlichen Grüßen, der Bürgermeister. Klingt gut, ne? Die sagen, nehmen wir an. Und beginnen diesen Auftrag. Ha, ja, 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 ja. So. Und wo müssen wir hin? Ist ja gleich um die Ecke. Wie schön. So, Motor an. Handbremse raus. Und da ist er da. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Nein, ich habe kein Radio. Also ich sing nicht. Nein, 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 das lasse ich lieber. Das ist besser. So, Karte. Ups, jetzt habe ich den Blinker an. Ups. Das wollte ich aber nicht jetzt. So. So, Brigitte. Nun erzähl mal einen Schwank aus der Jugend. Ja, einmal. Da war so ein fetter Typ, den habe ich mal voll überfahren. Und du hast nicht geblinkt. Und du wärst über die Bordsteinkante. Scheiße, da noch eins. Hoffentlich sind wir auf der richtigen Straßenseite, nicht? So. Nach der Kreuzung geht's auch schon los. Und dann müssen wir dann da mal die Funzel einschalten, nicht? Okay. Rote Ampel heißt Stopp, du Kanalrolle. So. Jetzt mach ich doch schon mal hier an. Und. Nein, falsche Richtung. So, genau. Gehen die. Die anderen gehen aber nicht runter. Kann ich machen, was ich will. Ah, ja, ja, da. Warum geht jetzt die andere an? Ich habe noch nicht rausgefunden, wann welches angeht. Also. Spiegel einstellen. Nee, danke. So, na dann fahren wir mal. So rot, aber es ist die ganze Zeit rot. Warum kriege ich nicht grün?
wäre auch mal cool. Und das geht nicht mehr. Jetzt geht auch die zweite an. Hallo? Das soll einer verstehen, oder was? Die Ampel wird nicht grün. Lasst mich fahren. Hallo. Ampel, werd grün. Die wollen mich nicht fahren lassen. Oh! Was ist das für eine lange Gelbphase? Vor allem die Gelbphase gesehen. Noch nie eine Ampel mit so einer Gelbphase gesehen. Tee! Nicht so schnell! Haben wir nämlich gleich ein Stück vergessen. Fällt ein Bürgermeister bestimmt nicht. So, jetzt nochmal vorwärts! Oh! Pfosten, geh weg! Ah! Seht ihr das, wie toll das ist? Wie fein ich das kann! Ich bin so voll der Checker. Yeah. Ja, super. Super. Heilige Scheiße, ist das sauber. Und ja, mach ihn das, mach ihn das. Nein, das war zu schnell. Rückwärtsgang. Und wieder vorwärts. Da muss man aufpassen. Nicht zu schnell fahren. Sonst wird das nichts. Ja, so geht das. Ich bin voll der Putzteufel. Wo bin ich? Ja. Ganz schön lange Strecke. Und kein Verkehr. Elaine. Mach sie schmutzig alle zusammen. Mach sie schmutzig, schmutzig, schmutzig. Ah, oh, das ist nicht schön. Ja, super machst du das. Als ich angefangen habe, haben wir das noch mit hier mit Fred Feuersteinmobilen gemacht. Damals, ja, da ging das noch nicht so. Und da musste mal einer mit dem Schrauber vorne wegrennen. Und ich habe mir dann mal rausgepeitscht, damit er das macht. Und jetzt leckt's, was soll das? Darf doch nicht lecken, meine Fresse. Aber Brigitte, das geht doch so nicht. Ich entschuldige mal diese dezenten Frame-Einbrüche, die wir hier haben. Ja, das Spiel ist schon sehr anfordernd, wisst ihr? Also geht's nun mal nicht so leicht. Na komm. Hau rein, Junge! Hau rein! Holla, die Waldfee. Die Straße lang. Fahr! Jetzt fährt er nicht mehr. Tank alle? Keine Lust mehr? Ah, Handbremse. Das war's. Yeah, ich bin die Butze von... Putzplatz. Ja. Okay, ich mach die Straße noch zu Ende und dann werde ich das langsam mal zu einem Ende bringen. Also, das war dann im Prinzip mein kleines Special. Warum eigentlich Special? Weil, ganz einfach, sowas werde ich nicht nochmal spielen. Also, ich finde es immer ganz interessant, wenn ihr mal auf die Amazon-Seite zum Beispiel guckt, da gibt's richtig schöne Bewertungen. Also das Spiel ist echt gut bewertet. Also wer auf Simulatoren steht, mein Gott, der soll sich's kaufen, aber wieso? Das ist langweilig. Ich kann dann höchstens noch versuchen, das Auto zu schrotten, aber ich glaube, selbst das wird nicht gehen.
Weil die Bürste des Grauens wird nie wieder ausgehen und ich... Warte, ich versuche jetzt die Karte zu schrotten. Kann ich Menschen überfahren? Nimm, bleib ich fahren, Alter. Ah, ich fahre jetzt voll rasant auf die falsche Fahrbahn und ich fahre jetzt voll rasant Menschen um im ersten Gang, weil mehr Gänge hat die Karre scheinbar nicht. Ah! Ja, voll, der fährt durch. Und? Yippie! Ich habe einen Unfall gebaut. Scheiße! Jetzt komme ich nicht mehr weg. Rams. Also, meine lieben Freunde, ich habe mein Auto jetzt sehr schön eingepackt. Und ja, ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich bei euch allen, die ihr meine schönen, tollen, megamäßig spannenden Let's Plays anguckt. Und falls ihr Ideen, Anregungen oder anderes habt, lasst es mich wissen. Ich stehe auf Feedback. Ich kann auch mit konstruktiver Kritik leben. Nur Flamer und Hater sollten besser die Klappe halten. Die mag ich nicht. Aber sonst, ich freue mich über alles. Alle möglichen Kommentare. Ich bin echt froh, wenn mal jemand was schreibt. Das ist relativ wenig. Und ja, schaut weiter meine Videos, wenn es euch gefällt. Abonniert. Sagt's weiter. Und ja, wir sehen uns dann wieder bei den normalen Let's Play Folgen von Spyro und Pokémon. Und als nächstes habe ich natürlich auch noch ein schönes Spiel. Ich kann mich noch nicht ganz entscheiden, was ich als nächstes Let's Playen werde, aber es wird ein schönes Spiel sein. Also, sag ich jetzt. Also dann bis zum nächsten Mal. Eure Imara. Tschüss.